Hallo, ihr Kryptarianer, hier ist euer Oliver von der Westlake CryptoVision. An alle Kritiker, die hier professionelles Aufnehmen verlangen wollen, ihr könnt gleich abschalten, ihr könnt gehen, tschüss. Wenn ihr kommentiert, ist mir völlig wurscht, werde ich einfach löschen, weil ich das Video jetzt, glaube ich, gefühlt zum 24. Mal aufnehme. Ist gerade bei mir ein bisschen viel los, aber das sind ein paar News, die ich hier gesehen habe, die muss ich mit euch teilen, damit wir mal sehen, was hier passiert. Vitamin B, Beziehungen, Connections, Netzwerk, über den Tellerrand gucken, Leute, ist unglaublich. Wenn euch gefällt, was ich tue, dürft ihr trotzdem ein Abo da lassen, kostet euch nichts und wenn ihr die Glocke setzt, dann verpasst ihr nichts mehr. Ich mache auch keine Finanz- oder Anlageberatung, aber das ist ein Ripple XRP-Video. Es geht in die Zukunft und Zukunft ist Distributed Ledger Technology. Beginnen möchte ich dieses Video jetzt aber vom Inhalt her. Black Swan Capitalist. Er weist mal darauf hin, dass mit der Zeit werden die Menschen verstehen. XRP positioniert sich als Liquidity-Instrument für Finanzinstitute, die mit endlosen Schulden konfrontiert sind, wenn sie mit der nächsten Finanzkrise konfrontiert werden. Sein währungsübergreifender Nutzen zielt darauf ab, diese Schulden international zu stabilisieren und sie finanziell vollständig zu machen, sprich whole again, also wieder ganz zu machen, damit es halt einfach wieder überblickt werden kann und dass halt Finanzinstitute dann trotzdem ihre liquiden Mittel, die halt dann sind ja noch da, ja, aber nicht bei jeder Seite der Geschichte. Und darum geht es. Innerhalb von 3 bis 5 Sekunden kann ich XRP jede Währung transferieren über den XRP Ledger weltweit. Und dann komme ich mal zu XRP Drops, kommen wir mal zu Metaco, denn darum geht es. Im Moment gibt es nur wenige Unternehmen, die kryptografische Beweise über Prozesse liefern können, wie bei der Tokenisierung. Metaco ist eines davon. Kritische Prozesse, die kompromittiert werden können, würde die Glaubwürdigkeit der zugrunde liegenden Vermögenswerte zerstören. Dann werden sich Institute daher für einen etablierten und kompetenten Partner entscheiden. Ripple. Sie brauchen glaubwürdige Prozesse und Banken sind stark reguliert und sie haben sehr spezifische Risiko- und Kontrollrahmen, die sie implementieren und sicherstellen müssen, dass diese sicher eingegeben werden. Was auch immer tokenisiert wird, es geht wirklich um die Integrität der Prozesse. Schulden, Wertpapiere, Immobilien, Real World Assets, all das wird tokenisiert werden. Und all diese Prozesse der Umwandlung zur Aufbewahrung und zur Darstellung muss vertrauenswürdig und integer sein. Und das geht nun mal nicht von heute auf morgen. David Schwartz hat ja letztens erst gesagt, 1,5 Jahre denkt er, dass die Tokenisierung richtig Gas geben wird. Komme ich mal zu einer anderen Institution, die richtig Gas geben, Digital Pound Foundation. Diese Woche hat das Mitglied der Digital Pound Foundation, Ripple, den ersten einer brandneuen Artikelserie mit dem Titel Entmystifizierung digitaler Zentralbankwährungen veröffentlicht. Schaut es euch hier an. Alle Links in der Videobeschreibung. Ganz interessanter Stoff, sind ein paar Punkte aufgeführt, warum CBDCs gut sind und auch der Hinweis darauf, dass es eben programmierbar ist. Und das sage ich immer, die Menschen programmieren es. Komme ich zur nächsten Meldung von Digital Pound Foundation. Eine Pflichtlektüre für politische Entscheidungsträger, Finanzexperten und alle, die sich für die Zukunft des Finanzwesens interessieren. Unser Mitglied Ripple hat ein neues White Paper mit dem Titel The Digital Evolution of Money veröffentlicht. Lesen Sie es hier. Und Subjective Views hat reagiert und geht ein bisschen näher darauf ein. Und jetzt kommen wir zu Vitamin B. Das neue CBDC White Paper, die digitale Evolution des Geldes. Ripple mit SuperHow. SuperHow? SuperHow ist ein privates Blockchain-Tech-Forschungslabor mit Sitz in Litauen, das derzeit mit Zentralbanken zusammenarbeitet. Sie schufen ein Projekt namens Axiology, ich hoffe, ich spreche es richtig aus,
bei dem es sich um eine tokenisierte Infrastruktur für den Handel und die Abwicklung von Wertpapieren handelt und alles aufgebaut auf dem XRP Ledger. Auf der Axiology Webseite sind die Partnerschaften mit Ripple und der EU benannt. In diesem Frühjahr nahm SuperHAU an der Tech Sprint des Innovation Hub London Center der Bank für internationalen Zahlungsausgleich zum Prototyping von CBDC-Anwendungsfällen teil, bei dem die API-Funktionalität von Project Rosalind genutzt wurde. Project Rosalind läuft doch gar nicht auf XRP Ledger? Ja, eben nicht. Aber wir gehen in die Zukunft und die ist Multichain. Ich kann das gar nicht anders sagen. Immer daran denken, dass Swift mit mehreren Distributed Ledger Technology zusammenarbeiten wird und wer kümmert sich um die Interoperabilität? Chainlink. Auch XRP Ledger wird einen großen Kuchen abbekommen und ich glaube von allen DLTs ist Ripple mit ihrem XRP Ledger, wenn es um Tokenisierung alleine geht, meilenweit voraus. Zurück zum Thema. SuperHAU wurde aufgrund von Originalität, Vollständigkeit und Qualität der Präsentation als eines von drei Teams auserwählt. Sie stellten das Axiology-Projekt vor, das von Dr. Marius Jurgilas, SVP für Forschung und Innovation, geleitet wird. Jetzt wird's lustig. Bevor er zu SuperHAU kam, leitete Dr. Marius Jurgilas die BIS-Innovationsnetzwerk der CBDC-Arbeitsgruppe und war Mitglied der Europäischen Zentralbank High-Level Task Force für den digitalen Euro. Außerdem war er 9,5 Jahre lang Vorstandsmitglied der Bank von Litauen. Dr. Jurgilas hat sich zum Ziel gesetzt, eine regulatorisch konforme Infrastruktur im Rahmen der Distributed Ledger Technology Pilotregime-Verordnung der Europäischen Union zu entwickeln. Vitamin B. Es geht voran, Leute. Colin Brown hat hier auch nochmal einen schönen rauskaut, wenn es um die EZB geht. Er verweist auf das Video hier. Mit The Digital Chris. Euro. Ja, ist on the move, liebe Christine. In diesem 1-Minuten-Video geht es eben darauf ein, dass das Bargeld bleibt. Aber da habe ich gleich noch ein Wort darüber zu sagen. Colin Brown schreibt, EZB-Chefin Christine Lagarde zündet die digitale Euro-Revolution. Sie schlägt Alarm. Bargeld verschwindet in unserem digitalen Zeitalter. Es ist höchste Zeit, in diese Welt einzutauchen. Über Bitcoin, XRP und Blockchain, um ihr finanzielles Schicksal zu sichern. Der digitale Euro ist nur der Appetitanreger. Aber Bitcoin glänzt als wahres digitales Gold. Unsere Rechte und Freiheiten stehen auf dem Spiel. Und hier ist der Clou. Aufpassen, Freunde. Sobald der digitale, sowohl der digitale Euro als auch der digitale Yuan haben ein Verfallsdatum. Stellen Sie sich vor, Sie werden unter Druck gesetzt, Ihr hart verdientes Geld innerhalb von nur 6 Monaten auszugeben. Lassen Sie sich nicht von den Eliten manipulieren. Mit Bitcoin, Shiba Inu, Hedera, Cardano, IOTA, VeChain oder XRP von Ripple sind Sie der Boss. Teilen Sie den Beitrag, um die verborgene Wahrheit über den digitalen Euro und CBDCs zu enthüllen. Ihre Unterstützung macht einen Unterschied. Wie ich bereits gesagt habe, Menschen programmieren die CBDCs. Sie werden kommen. Und Bargeld, bin ich mal leider überzeugt, wird in den nächsten Jahren verschwinden. Natürlich sagt Christine Lagarde in diesem kurzen Video, dass es bleibt. Aber wenn ich nirgendwo mehr mit Bargeld bezahlen kann, für was habe ich es dann? Da gehe ich zur Bank, leg's zur Kasse und lasse es dann umtauschen in CBDCs. That's the game, Freunde. Tu nicht, was sie sagen, mach, was sie tun. Und ich möchte einfach nur mal darauf hinweisen, nur als Beispiel, was gesagt wird und was dann stattdessen passiert. Unsere Ampelregierung in Deutschland hat auch gesagt, es wird keine Steuererhöhungen geben. Wenn man die Steuern nicht erhöhen kann, erfindet man neue. Jetzt gibt es Plastiksteuer. Denkt mal drüber nach. Komme ich zum nächsten Thema, das durch Twitter durchgeschossen ist. XRP, ja, überlebt, bleibt.
Da, abholt, China, Ibo, Cardano, Dogecoin und andere in Kanada von der Liste nimmt. Die regulatorischen Anforderungen in Kanada sind relativ hart. Binance hat sich im Mai diesen Jahres bereits aus Kanada komplett zurückgezogen. Und Uphold hat jetzt einige Tier-3-Assets gestrichen und T4-Assets komplett weg. T4-Assets sind laut Uphold die Projekte, die noch nicht in einer Blockchain integriert sind, sprich ICOs. Es gibt dann in Kanada keine ICOs mehr, zumindest nicht bei Uphold. Des Weiteren eben größere Projekte sind weg. Ich gehe nochmal drauf, zeige euch das. XDC, Casper, Doge, Casper, HBAR, XLM, ADA, Shiba Inu, VeChain weg. Wird nicht mehr gelistet. Die Kunden haben jetzt 30 Tage Zeit, diese sich auszahlen zu lassen oder auf eine Hardware-Wallet zu ziehen. Kanada ist immer so ein Vorreiter für dem, was kommt, was die Amerikaner sich wünschen. Und die wünschen sich viel, zum Beispiel, dass XRP ein Wertpapier ist. Ashley Prosper hat hier einen sehr schönen Tweet veröffentlicht. XRP und XRP-Community, lächerlich gemacht, beschimpft, gehasst und in die Irre geführt, verachtet, gemieden, angegriffen und ausgestoßen, verspottet, verachtet, mit Lügen umgeben. Und doch überlebt die XRP Army. Vielleicht sind es Tage, vielleicht Wochen, vielleicht sind es Jahre, bis wir den Höhepunkt erreichen. Aber eine Sache, die ich weiß, eine Sache, die ich sehe, ist ein Schicksal für dich, mich und XRP. Und mit den Worten, besser kann man es nicht sagen, entlasse ich euch in einen schönen Montagabend. Ich wünsche euch einen guten Start in die Restwoche. Weihnachten steht vor der Tür. Darum wünsche ich euch von Herzen, werdet Zeit und bleibt gesund. Wir sehen uns im nächsten Video. Kommt später noch. Ich bin heute ein bisschen schusselig. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und ja, bis dahin, Freunde. Ciao. Do I hold XRP1 to lead the new global digital payment system, and they use XRP. In 2013, the Federal Reserve began looking for faster payments options. 2 years later, an action plan was born and a federal payments task force was created. It included one company focused on crypto, Ripple. In 2014, the World Bank and Better Than Cash Alliance, which includes the Bill and Melinda Gates Foundation, Clinton Global Initiative, and the governments of 32 countries, put out a report called The Opportunities of Digitizing Payments. 1 year later, the Better Than Cash Alliance featured one crypto company on their website, Ripple. Today, Better Than Cash Alliance and all other UN initiatives are focused on a single agenda, the sustainable development goals for 2030. You can see the SDGs logo on Bill Gates' lapel, world-leading companies, the Better Than Cash Alliance website, and on the UN's official exchange, XChange. What crypto is XChange officially utilizing for their carbon credit solution? XRP. The world will move to a new international standard for exchanging electronic messages between financial institutions by 2025 called ISO 20022. Who was the first ISO 20022 member focused on distributed ledger technology? Ripple. Who's partnered with over 300 financial institutions, including Bank of America, American Express, PNC, Santander, SBI, HSBC, Standard Chartered Bank, Bank of England, India, Singapore, Scotland, Australia, and Indonesia, the largest banks in Japan, Canada, Egypt, the Middle East, United Arab Emirates, Thailand, Morocco, Bhutan, South Korea, Brazil, and Latin America? Ripple. Who is a former employee overseeing the Federal Reserve? Ripple. A former employee overseeing the world's largest asset manager, BlackRock's Digital Asset Division? Ripple. Leading Australia's CBDC effort? Ripple. Who hired a former Treasury of the United States? Ripple. Two former Federal Reserve attorneys to their board? Ripple. Two former Clinton and Obama advisors? Former Minister of Defense and Economic of Germany, former business director at Swift, former Swift board member, former CFO of PayPal, former head of the DTCC, former chief business officer at Uber, former VP of Amazon, and former SEC chair on their legal team, Ripple, who's a member of the Digital Pound Foundation, Digital Dollar Project, Digital Euro Association, Mojoloop, IMF's high-level advisory board on FinTech, Hyperledger Blockchain Consortium, Open Payments Coalition, Faster Payments Council, Global Payments Steering Group, Cross-Border Working Group, International Association for Trusted Blockchain Applications, Crypto Climate Accord, University Blockchain Initiative, World Wide Web Consortium, and a featured partner of the World Economic Forum with three members of their team directly listed on the WEF website, Ripple. Now, does Ripple and XRP sound like they're going to disappear, or do they sound like they're part of a much bigger plan? You decide.